Du musst mir nur sagen, wann du bereit bist. Ja, ist egal. Ich bin fertig. Ich sag 3, 2, 1 und dann sage ich noch und wenn ich dann sage, ja, heute mit Dua, mit Dennis, stell dich mal vor und dann redest du, okay? Jo. Ja, also ich Dennis oder Amok oder? Mir egal. Okay? Jo. Ich red einfach drauf los, ja? Ja. 3, 2, 1, go. Ja, moin Leute, XPK Nook ist wieder back am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht alleine. Heute starte ich ein Duel mit dem Dennis. Moin Leute, hier ist XPK Amok. Jo, wie Nico schon gesagt hat, ich bin Dennis, bin 19 Jahre alt und bin guter Kumpel vom Nico, XPK Nook. Jo. Also, wir werden heute um das Thema, also ihr habt ja schon im Titel gelesen, warum man in einer Beziehung immer die Wahrheit sagen sollte. Ich muss noch dazu sagen, ich rede um das Thema, weil mir meine Freundin das vorgeschlagen hat. Also, sie hat mir gesagt, ja, hier Schatz, rede doch mal, warum man immer die Wahrheit sagen sollte in einer Beziehung. Du warst ja auch schon mal immer beteiligt, würde ich jetzt mal sagen, und meistens, ja. Ja, und ja, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Hau rein, lass hören. Also, man sollte immer die Wahrheit sagen in einer Beziehung, weil in einer Beziehung ist es A und O, die Wahrheit zu sagen. Weil wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel fremd geht und ist ihr dann nicht sagt, dann kommt es irgendwann mal raus. Also, ich hatte schon sehr, sehr viele Leute. Dazu muss ich was sagen. Ja. Ein Mädchen bekommt alles heraus. Das ist ja, egal, wie gut die es verbergt. Ja, genau. Ein Mädchen bekommt alles raus, wie der Dennis schon gesagt hat. Also, Jungs, wenn ihr da draußen fremdgegangen seid, was weiß ich, oder keine Ahnung, ihr müsst immer die Wahrheit sagen, weil die Wahrheit, wie schon gesagt, das ist A und so. Vertrauen gehört natürlich auch dazu. Ganz klar. Also, sehr wir wichtig. Was? Sehr wichtig. Vertrauen ist sehr wichtig. Also wir werden hier also allgemein über die Beziehung reden, was man in einer Beziehung richtig machen soll, was man nicht machen soll und ja, Dennis. Ja, ich kann dir eigentlich nur zustimmen, Nico, weil ich bin oft dabei, wenn sich der Nico und seine Freundin streiten und ich bin eigentlich derjenige, wo sie beide unterstützt, weil der Nico ist ein sehr guter Freund, sehr lange schon von mir und seine Freundin auch. Ja, und Vertrauen, ein sehr großes Thema in der Beziehung. Vertrauen ist einfach, ja, warum lachst du, stimmt doch. Ja, stimmt. Ich bin ehrlich, ich bin auch nicht immer ehrlich, was Vertrauen uns angeht. Und ich habe selber bemerkt, es wird immer schlecht. Jeder hat es bis jetzt rausbekommen und ja. Red ruhig weiter. Na, red. Willst du was dazu sagen? Nee, red ruhig weiter. Ja, Vertrauen, das ist. Man sollte zum Beispiel nicht alles verbieten. Jetzt Vertrauen heißt nicht, ich verbiete dir jetzt abends mit deinen Jungs wegzugehen oder sonst was. Vertrauen heißt einfach, dass ich jemanden vertrauen kann, wenn er abends mit seinen Jungs weggeht, jetzt zum Beispiel in Disco und feiert geht, dass er nicht gleich 10 Weiber antanzt und mit denen rummacht. Oder ins Casino zu gehen. Oder ins, ins Casino. Ja. Also, Schatz, solltest du das Video hier sehen, muss ich dir noch beichten. Ich war ab und zu mal im Casino mit dem Dennis. Und haben den ein oder anderen Euro verprasst, weil der Dennis blöd war, hier die 20 Euro zu nehmen. Ja, genau, ich bin schuld, wie immer. Und ja, Dennis hat was zu Vertrauen gesagt und jetzt sage ich noch was zu der Eifersucht. Ja, ihr habt schon sehr gehört. Großes Thema. Eifersucht ist ein sehr, sehr großes Thema und ich bin ganz ehrlich zu mir und zu euch natürlich auch. Ich will immer ehrlich zu euch sein. Also Eifersucht war bei mir ein sehr, sehr großes Thema. Also wird immer ein sehr, sehr großes Thema bleiben, weil klar, Eifersucht, wenn meine Freundin jetzt zum Beispiel mit Jungs abends weggeht oder so,
denkt man sich immer im Hinterkopf, ja, was macht die, tanzt die andere Männer an oder keine Ahnung, macht die rum oder was weiß ich, geht mit ihr ins Klo, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich bin so ein Mensch, der wohl sehr schnell auszieht. Also sobald man meine Freundin irgendwie anschaut oder handgreiflich wird, raste ich schon auf, also da bin ich schon auf 180, egal wer es ist. Also nicht egal wer es ist, sondern beim Dennis ist es was anderes, ich weiß. Er hat selber eine Freundin, also ich sage ja, bei Freunden ist es was anderes, also bei Dennis oder Alex oder so würde ich nicht so gerne, also nicht, würde ich eigentlich gar nicht ausrasten, was heißt eigentlich gar nicht, ich würde gar nicht ausrasten, also Zungenbrecher. Zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, so ein Freund, den ich noch nicht so lange kenne oder den ich nicht mag, da raste ich so zum Beispiel sehr, sehr aus. Und ja, Eifersucht ist ein Beziehungskiller, sagen wir so. Da gehört einfach das Vertrauen dazu. Ein bisschen Eifersucht ist okay. Sorry, dass ich dich unterbreche, Nico, aber. Ja, kein Ding. Eifersucht ist einfach so ein Ding. Das spielt mit dem Vertrauen zusammen. Eifersucht. Okay, wenn ich ein bisschen eifersüchtig bin, das ist, sagt jedes Mädchen, oh, voll süß, mein Freund ist eifersüchtig und so. Wir Jungs denken da ein bisschen anders wie wir Mädchen. Wir sind nicht so schnell eifersüchtig, also das bin ich der Meinung. Ich kann nur von mir selber sprechen. Bei dir weiß ich nicht, Nico, aber so wie ich dich kenne, bist du auch ziemlich schnell eifersüchtig. Werde ich auch, gebe ich zu, aber ich zeig's nicht so. Ich versuche locker zu bleiben, weil ich einfach meiner Freundin vertraue. Und ja, wie du schon sagst, Was hast du nochmal gesagt wegen Eifersucht und so? Ja, ich zeig's auch, weil wenn ich das verdrück, dann denke ich mir im Nachhinein, ja, warum habe ich das verdrückt? Warum sage ich das nicht einfach? Und zwar schon zeigen. Ja, genau. Also wenn man das nicht zeigt oder so, dann fragt man sich in ein paar Jahren, warum habe ich das nicht gesagt? Und ja, das und das und das und das und ja. Ja, und Mädchen sind oft so, die wollen ihren Freund eifersüchtig machen, um zu sehen, wie sehr sie einen liebt. Weil ja. Mädchen machen gern, was weiß ich, ziehen echt gern voll aufgestylt auf und so, um mit euch wegzugehen, um alle Männerblicke auf sie zu lenken. Und ihr steht neben ihr und denkt, oh Mann, jeder gafft meine Freundin an. Das machen die mit Absicht ein bisschen, die Mädels. Die sind nicht blöd. Die wollen schauen, wie eifersüchtig ihr seid, ob das Vertrauen auch da ist. Da ist wie das Thema, wenn man zu sehr eifersüchtig ist, dann das nur ein Beziehungskiller, führt oft zum Streit und sehr viele Beziehungen sind auch schon dran geendet. Bei mir auch zum Beispiel. Vor ein paar Jahren hatte ich auch eine Ex und da war Eifersucht ein sehr großes Thema. Die ist bei jedem ein bisschen ausgerastet. Die hat mir alles verboten. Jo. Zum Beispiel Nico, das kennt sie sehr gut, die Katharina. Und die hat mir alles verboten. Ich durfte nicht allein mit meinen Jungs weggehen und feiern erst recht nicht. Zum Beispiel ich rauche auch. Die hat mir auch das Rauchen verboten und lauter so ein Scheiß. Man sollte einen Menschen so lieben, wie er ist. Was bringt es sonst ein mit zusammen sein, wenn er ja, sie nicht liebt? Also wenn sie dich nicht liebt, wie du bist. Ja, man sollte sich einfach nicht verändern für eine Person, die man liebt. Also man sollte die Person so akzeptieren, wie sie ist. Wenn man sie nicht akzeptiert, ja, dann passt man einfach nicht zusammen. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das passt einfach nicht. Nein, du hast recht. Also ich muss noch was sagen, im Hintergrund packe ich irgendwelche Gameplays, wenn es ein bisschen länger geht, packe ich zwei Gameplays hinein, wenn es nicht so lang geht, packe ich nur ein Gameplay im Hintergrund, also ja, so zu der kleinen Information. Und ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ding. Ich weiß es gerade nicht. Lass mal schnell nachdenken. Ach, egal. wie gesagt, zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, Dennis, wenn ich das Beispiel jetzt nehme. Nein, das aber, ist okay. Aber ich kenne Dennis, seine Ex, ich kenne sie schon lange, aber nicht so lange genug wie Dennis jetzt. Ex mal zu. Aber, ja genau, Katharina. Achso, Katharina. Ja. Ich muss dazu sagen, sie war so eine Person, sie war eigentlich schon ganz gut drauf am Anfang, aber
nach einer Zeit wurde das immer schlimmer und Dennis musste sogar aufhören. Und also sie hat gesagt, yo Dennis, wenn du nicht aufhörst, rauchst, dann mache ich Schluss. Ja, also, sie hat mich richtig gepresst. Das Beispiel, ja, ich war 1,5 Jahre zusammen. Ich hatte 1,5 Jahre mit einer rosa-rote Brille auf und ich kann euch nur raten, verschwendet die Zeit nicht, findet lieber in der Zeit die richtige Frau oder das richtige Mädchen, mit dem ihr das Leben verbringen wollt, weil das nur vergeudete Zeit. Klar, man bekommt Erfahrung und so, aber es lohnt sich nicht. Ist ja. So. Oder kannst du dich an einen Abend erinnern, wo wir beide verbracht haben, wo ich mit dir zusammen war? Alleine? Nein. Die war immer dabei. Immer. Bei jedem Scheiß war sie dabei. Wenn wir gesagt haben, ja. Wir waren nicht einmal feiern, nichts. Ja, wenn wir gesagt haben, Dennis hat ja eine eigene Wohnung, und wenn wir gesagt haben, ja Dennis, ich komme zu dir, lass mal auf ein Bierchen vorbeigehen oder so, dann war sie immer dabei. Immer. Jedes Mal. Und das ist einfach so. Mein Mensch braucht einfach Freiraum, und wenn man den Freiraum der Person nicht gibt, dann fühlt es sehr, sehr schnell, dann ist die Beziehung sehr, sehr schnell zu Ende, finde ich jetzt. Nein, du hast vollkommen recht, weil jeder Mensch braucht seinen Freiraum, natürlich auch nicht zu viel Freiraum. Nur weil ich jetzt in einer Beziehung bin, heißt nicht, dass ich jetzt mit jeder Frau oder mit jedem Mädchen rumvögeln kann, wie ich will. Das ist wieder das, ja. Also man sollte einfach sich zweimal überlegen, ob man mit der Person ein Leben lang zusammen sein wird oder will. Also bei mir ist es so, ich hatte da schon mehrere Freundinnen, aber die waren alle nicht, die waren alle so, keine Ahnung, die waren einfach so noch so kindisch. Und jetzt seit fast 3 Jahren habe ich endlich, wenn ich jetzt so sagen kann, meine perfekte Frau gefunden. Also Schatz, wenn du das Video hier siehst, Deine du bist... Lüge. Nein, das nicht. Also, ich weiß nicht, die Frau ist lustig, die Frau ist unterhaltsam, die Frau kann auch ernst sein, die Frau, ich weiß nicht, das ist einfach die perfekte Frau, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ich weiß, es gibt keine perfekte Frau oder es gibt keinen perfekten Mann, aber ich weiß nicht, sie gibt mir einfach das Gefühl, also sie verstellt mich auch nicht, also sie nimmt mich so, wie ich bin, so behindert oder spastisch, so wie ich bin, nimmt sie mich einfach, und ja, das ist eigentlich einer der Punkte, und sie vertraut mir auch blind, also sie sagt nicht immer, ja, Nico, du darfst jetzt nicht mit Dennis oder sowas machen, du bleibst jetzt zu Hause, weil ich nicht dabei bin und so. Sie ist komplett das Gegenteil von Katharina. Ja, aber siehst du, das ist bei mir ziemlich schwer. Du bist mein allerbester Freund und sie ist meine Schwester, so gesehen, du bist mein Bruder. Ja. Und wenn ihr beide streitet, ihr beide denkt immer, ich bin gegen euch, und das ist das Problem. Ich versuche euch beiden immer zu helfen und so, aber... Ja, aber Ding, ich muss auch dazu sagen, du bist ja dann immer in der Zwickmühle, weil einerseits willst du Jenny helfen und andererseits willst du mir helfen. Also. Aber ich helfe euch beiden immer. Bis jetzt haben wir es ja immer hinbekommen, und ja, ich bin auch immer für euch da. Ich glaub's mir, keiner kennt beiden besser wie ich, weil ich kenne, ja okay, alle Seiten will ich jetzt nicht sagen. Ja, einfach. Ja, Entschuldigung. Also, ich muss dazu sagen, es wird wahrscheinlich auch noch ein Commentary mit meiner Freundin kommen. Meine Mama ist gerade reingekommen. Hallo Mama, ist Nico. Wir schneiden nicht raus. ja, ich glaube, wir reden jetzt hier schon, keine Ahnung, 8-9 Minuten. Das Commentary sollte auch nicht so lange sein. Also auf jeden Fall, Fazit, meiner Meinung nach, ihr müsst immer die Wahrheit in einer Beziehung sein. Solltet ihr einmal oder... Ihr könnt schon... Nein, nicht. Also ihr solltet auf jeden Fall immer die Wahrheit sagen, zu 100%. Weil da muss ich hier unterbrechen. Jeder hat aber auch seine Geheimnisse. Das ist vollkommen okay, aber nicht solche Geheimnisse wie, ja Mann, ich bin fremdgegangen, ihr redet voll cool vor eurem Kumpels rum, ey yo, ich hab die geknallt und die geknallt, sowas zum Beispiel nicht. Seid ehrlich, vielleicht könnt ihr noch was retten, oder geht erst gar nicht fremd. Ich bin ehrlich, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin selber schon ein paar Mal fremdgegangen und es ist nicht toll. Und
Ich kann's nicht empfehlen, seid ehrlich, lieber ehrlich und gibt's zu, vielleicht könnt ihr noch was retten, weil wenn sie's rausbekommt, dann fickt sie dann euch auseinander, Mann. Dann ist Schluss. Ja, Mann. Ja, das. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag über das Thema ist ein reden. Thema, Mann, wir könnten noch 10 Stunden hier sitzen und reden, aber ja, es gibt auch ein Ende. Ja, vielleicht werden wir auch nochmal über das Thema reden. Ausführlich. Ja. Also wir haben ja jetzt nur so grobe Punkte angesprochen, Eifersucht, die Wahrheit sagen und Fremdgehen und so. Also, ich würde sagen, das war's mit dem Commentary. Ich werde auf jeden Fall hier im Himmel hin im Alter, Versprecher von Schwanz im Mund. Nein, Spaß. Ich nachmachen. Ich werde auf jeden Fall im Hintergrund ein paar Gameplays backen. Und ja, dann sage ich nur noch, lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr sehen wollt mit dem Dennis, mit meinem Real-Life-Kollegen. Und dann sage ich nur noch, haut rein. Tschö. Mit Ö. Siehst du auf einmal, oder hörst du auf einmal, ja, sie war ab und zu mal bei mir. Und dann dachte ich mir so, what? Warum lügt er seine Abonnenten an? Warum? Ja. Also das verstehe ich einfach nicht, aber wir werden auch noch über Electrics reden, also heute geht es nur um Upgraded Red. Also ich würde sagen, die positiven Punkte und die negativen Punkte haben wir jetzt gesagt, meiner Meinung nach. Und ja. Ob du noch was dazu sagen hast? Ja, ich denke, jeder von uns sollte nochmal ein Fazit über ihn abgeben. Ich glaube, ich fange damit jetzt erstmal an. Und zwar... mein Fazit über Apocalypto Red ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, dass er auf jeden Fall ein ehrlicher YouTuber ist. Ja. Und ich finde, dass er die Community auf jeden Fall nicht zerstört oder so, wie manche meinen. Ich finde auf jeden Fall, er passt voll in die Community. Ich glaube, ohne ihn würden manche Leute einfach nur noch in der Ecke hocken bei COD, ja, und einfach nicht das Rushen oder das Movement so. Er baut meiner entdecken. Meinung nach die Community weiter auf. Genau. Ja, das war dein Fazit. Mein Fazit ist, Apocalypto Red ist ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Er ist sehr, sehr korrekt, auch wenn ich ihn jetzt nicht real life kenne und so. Aber ich muss sagen, seine Videos kann man einfach anschauen, weil die sind unterhaltsam, die sind lustig, die Gameplays sind immer spannend.